Persson. Ja, Unholder Spieler alter Schule. Vorhand Flip von Waldner als Basis und dann. Also dieses. Risiko gehen, das ist gar keine Frage, auch wenn seine Fehlerquote. Dann ist er es. Und mit einem tödlichen dahinter sogar schon mit 12 oder gar 14. Meng. Oh, der hat ja weit. Da sehen Sie es. Riesenchance dann eigentlich für die Düsseldorf. Spektakuläre Punktgewinn. Eng Xing Yu. Schon die Sieb nutzen. Spektakulären Schläge, aber er spielt extrem sicher. Und haben Sie gesehen, wie er diese Rückhand reingestochen? Nicht ganz unwichtig. Und Timo Boll kann jetzt nur noch zuschauen, nicht mehr eingreifen. Er hat sein Spiel. Die beste Mannschaft dieser Saison. Gegen Wang Xi, wenn es mit dem Ohr. Ja, ja, alle gewonnen hat. Mit zwei verschiedenen Partnern. Eine Fehlerquote extrem gering. Ja, wir hatten Voranschüsse. Vier Satzbälle. Zwei zwischen den beiden Teams und 2-1 für die aufschlagenden Fulda im Schlussdoppel. Warum diese beiden diese Sätze gewonnen haben. Ja, Kishikawa und Christian Süß. Nach hinten gedrängt, in die Halbdistanz. Aber mit. Die einmal gegen Düsseldorf gewinnen konnten, dass sie danach aber durch diese Saison die Düsseldorf ernsthaft gefährden kann, dann. Des Tages. Unbedingt braucht, weiß ich nicht.
große Kampf in Hagen. Idee verbunden. Bei den nächsten Ballwechsel bei einem Aufschlag an. Und da. Und die. Matchball Nummer 5. Und der war zu lang. Deutlich zu lang der Aufschlag mit Ansage. Das konnte man von vornherein sehen. Und diese Chance lassen sich Spieler dieser Güteklasse natürlich nicht entgehen. Ein Wahnsinnsfinale eines tollen Matches.